Düsseldorf Maps ist eine Internetanwendung, die Sie unter maps.düsseldorf.de finden. Und das ist eine Kartenanwendung des Vermessungs- und Katasteramtes. Das ist ein Angebot, was sich besonders an unsere Bürger wendet. Sie finden dort Karteninhalte wie, wo finde ich die nächste Kita oder den Spielplatz. Die Krankenhäuser sind drin. Dann haben wir natürlich auch viele baurechtliche Themen, unter anderem auch den Flächennutzungsplan. Den kann ich mir hierüber einblenden. Ein weiteres Thema, was wir anbieten, ist zum Beispiel die Straßenlärmkarte. Die findet man unter Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit. Und dazu muss man dann ein bisschen reinzoomen. Und dann kann ich mich, indem ich auf ein Gebäude klicke, erkundigen, wie hoch die dB-Werte am Tag und in der Nacht sind. Diese Daten werden alle 5 Jahre erhoben und sind in dem Fall jetzt von 2018. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich die Baumfällungen in Düsseldorf anzuschauen. Die findet man in den Kategorien unter Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit, Baumbestand. Dann gibt es hier Baumfällungen mit einer kleinen Legende. Und wenn ich jetzt wissen möchte, was an diesem roten Punkt passiert, dann klicke ich da drauf. Und dann erfahre ich hier unter Baumfällung, dass es eine Waldkiefer ist und der Grund der Fällung ist ein Sturmschaden. Besonders stolz sind wir auf unsere Suche. Hier hat man ein Suchfeld und dort kann man nach Themen, nach Flurstücken, nach Adressen suchen und man muss kein anderes Eingabefeld wechseln. Also wir könnten jetzt zum Beispiel auf dem Hennekamp suchen, aber als Ortsunkundiger weiß ich ja gar nicht, heißt das auf dem Hennekamp, auf dem Hennekamp. Also fange ich einfach nur mit Henne an und bekomme schon einen Treffer. Wenn ich draufklicke, zeigt er mir in der Karte an, wo ich hin muss. Und dann bietet natürlich unsere Suche auch noch die Flurstücksuche. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Gemarkung eingebe, die Flurbezeichnung und die Flurstücksnummer, dann bekomme ich hier mein gesuchtes Flurstück angezeigt, kann da draufklicken. Er zoomt mir sogar ein bisschen in die Karte rein, markiert mir das Flurstück und schreibt mir nochmal die Bezeichnung dran. Um die Karte nicht im luftleeren Raum hängen zu lassen, haben wir natürlich auch eine Internetseite, die nennt sich Geoportal. Von dort aus hat man verschiedene Möglichkeiten, auf unsere Kartenanwendung zu kommen, wie die Gaslaternen, Planungsflächen oder auch die Straßenlärmkarte. Düsseldorf Maps wird natürlich auch in der Zukunft weiterentwickelt und wir freuen uns auf den regen Zuspruch unserer Fachämter, wenn sie uns weitere Fachthemen liefern. Und natürlich lohnt es sich, immer mal wieder in unsere Anwendung reinzuschauen.